die nationalen Solidarität. Feministisches und ökologisches Projekt im Norden Syriens.
während die Vertreterinnen der Türkei in Davos Hände schütteln, wird die Autonomieregion nach wie vor durch die türkische Armee und mit ihr verbündete dschihadistische Milizen bombardiert. Der Bevölkerungsaustausch in den von der Türkei besetzten Gebieten wurde von Erdogan offen angekündigt und ist mittlerweile in vollem Gange. Besetzte Städte werden türkisiert und alles Kurdische wird verboten. Doch dieser Krieg findet nicht isoliert statt. Jeder imperialistische Krieg verträgt sich bestens mit den Interessen des internationalen Kapitals. Und natürlich gibt es auch Verbindungen zum BÖF. Der Krieg beginnt auch hier, in der vermeintlich neutralen Schweiz. Ganz praktisch zeigt sich das an der hiesigen Rüstungsindustrie, dass die kapitalistische Logik des Schweizer Staates auf Kriege angewiesen ist, zeigte sich aber auch einmal mehr, als der Bundesrat für etwas mehr als ein Jahr die Exportbeschränkungen für Kriegsmaterial lockern und den Export in Bürgerkriegsländern erlauben wollte. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass sonst die für die Landesverteidigung nötige industrielle Kapazität nicht erhalten werden könne. Was heißt das im Klartext? Kriege in anderen Ländern werden befeuert, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Thank you.
Stop it, Donna Rochelle!